Hallo, hallo, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Ich habe heute wieder ein tribesless Smartphone für euch. Wie im letzten Video angekündigt, das Ligu Kika Mix. Auch ein Gerät, was geradezu absurd günstig ist. Bei Gearbest kostet es gerade, ich muss mal rüber linsen, 92 Euro. Und das ist nicht mal im Angebot. Ich frage mich, was es am Angebot kostet. Das ist wirklich der Normalpreis. Und nicht nur, dass wir dafür ein tribesless Design bekommen, also ein äußerst kompaktes Telefon mit einem fantastischen Verhältnis zwischen Display und Gehäuse, sondern auch für den Preisbereich absolut untypische technische Daten. Also der SoC, der ist echt nicht schlecht. Und wir haben einen Haufen Speicher. 3 GB Speicher, 32 GB Festspeicher zum Beispiel. Die restlichen technischen Daten werde ich euch gleich noch genauer erläutern, aber ich kann schon mal so sagen, wie es ist. Es ist wieder mal ein äußerst brutales Angebot. Letztendlich hoffe ich natürlich, genauso wie bei den anderen Geräten, dass es dann im Praxistest nicht zu irgendwelchen ganz erheblichen Mängeln kommen wird, dass zum Beispiel das GPS nicht funktioniert oder das Bluetooth oder dass die Verarbeitung vom Gehäuse irgendwie total räudig ist oder irgendwas. Wir können uns jetzt schon mal den ersten Eindruck verschaffen, uns ein bisschen die Funktionen anschauen, gucken, ob Ligu zum Beispiel an dem Betriebssystem irgendwas geändert hat, also ein Android 7 oder ob das alles so ist wie Auslieferungszustand. Und können vielleicht auch schon das erste Fazit ziehen. Letztendlich wird es natürlich die richtige Bewertung der ersten Review kommen, nachdem ich den Alltagstest durch habe. Aber wir können ja schon mal schauen. So, wir sind ja alle neugierig, nicht wahr? Schön. Gut, dann nehmen wir rüber am Desktisch und dann schauen wir uns das Gerät mal näher an. Viel Spaß. So, da wären wir auch schon. Der Karton alleine ist schon hocherotisch und offensichtlich sehr quadratisch. Okay, wir wollen uns mit dem Karton mal nicht näher beschäftigen. So, wir fangen mal wie immer mit dem Zubehör an. Da haben wir einen Silikonbumper, Micro-USB-C-Kabel in weiß. Ein In-Ear-Headset, auch in weiß. Ein 2 Ampere Ladegerät. Natürlich der Pieker für den SIM-Schlitten. Und ein an uns adressierter Brief. Oh, ich bin schon gespannt. Ich dachte kurz, das wäre der Akku. Das ist eine Gebrauchsanweisung und eine Warranty Certificate. Also irgendwas mit einer Garantiekarte. Und eben die Gebrauchsanweisung. Guida Rapida. Alles klar. So, nochmal schön die Hände aufwärmen, denn jetzt wird's heiß. Boah, bei dem Spruch muss ich mich echt fast übergeben, das mache ich nie wieder. Hier haben wir das Telefon. Nochmal Folien ab. Oh Gott. Oh. Hier ist auch noch eine schändliche Folie, die die Optik vom Telefon beeinträchtigt. Halleluja. Ich liebe diese Geräte. Als erstes fällt mir hier auf, dass die Kamera etwas aus dem Gehäuse heraussteht. Das ist natürlich doof, wenn wir es auf den Tisch legen. Da ist mich dann kippelt. Aber wir wollen mal nicht zu anspruchsvoll sein. Hier ganz hinten, unten links in der Ecke befindet sich die Kamera. Ist ja niedlich. Wir haben im Übrigen ein Verhältnis zwischen Display und Gehäuse von 90%. Zumindest wenn der Hersteller hier nicht gelogen hat, worauf ich mich mal nicht verlassen würde. Eine Dual-Lens-Kamera, die technischen Daten, dazu kommen wir ja gleich. Aber genießen wir hier mal noch ein bisschen den Anblick aus der Nähe. Dual-LED-Flash. Wir haben wie immer eine sehr aufgeräumte Rückseite. Hier unten ist nur wieder allerlei Schriebselei, CE-Zeichen, eine durchgestrichene Mülltonne, was man halt so braucht. Was ist denn dies? Das ist kein Button. Ich würde mal vermuten, das ist auch nicht der Doch. Das ist der SIM-Schlitten. Der ist aber komischerweise matt, während das Gehäuse etwas unmatt ist. Aber ich denke mal, hier piekst man rein, hier kommt der SIM-Schlitten raus. Ich dachte, es wäre vielleicht einer an der Seite angebrachter Fingerabdruckscanner, aber da ja sonst kein SIM-Schlitten sichtbar ist, das Gehäuse offensichtlich ein Unibody ist, ja, und weil vor allen Dingen vermutlich ohnehin der Fingerabdruckscanner sich hier unter diesen nicht-mechanischen Home-Button befindet. So, auf der rechten Seite haben wir hier noch den Power-On-Taster und die Lautstärke-Wippe. Sehr gut gemacht, ja, sehr schön. Was ist denn dies? Das müsste ja eigentlich ein Lautsprecher sein. Aber hier unten ist auch einer. Zwei Lautsprecher, das wäre echt der Hammer, wenn wir das hier hätten. Das wäre nämlich dann Stereo. Also von der Optik, ich weiß leider nicht, was für ein Material das ist. Ich würde aber eigentlich, in dem Preisbereich würde ich definitiv auf Plastik tippen. Und wir haben im Übrigen hier auf der vorderen Seite schon eine Display-Schutzfolie drauf. Deshalb hier auch das schnelle Verschmieren des Displays. Also das ist Smartphone-Erotik pur. Die aber natürlich auch wieder technisch so einiges zu bieten hat. Das habe ich vorhin ja schon angeteasert.
So haben wir einen 5,5 Zoll großen Screen, der mit Full HD auflöst. Also 1920 x 1080 Pixel. Hier steht nichts über die Display-Technologie. Also ich vermute mal, es ist wie immer LCD IPS, vor allem in dem Preisbereich. Dann haben wir im Inneren eine MediaTek 6750T. Beinhaltet einen Quad-Core-Prozessor mit 1,5 GHz pro Kern, unterstützt durch 3 GB Arbeitsspeicher, 32 GB Festspeicher. Die Kamera auf der Rückseite ist ja eine Dual-Kamera, haben wir ja schon festgestellt, mit 13 Megapixel und 2. Es ist ein bisschen krass, der Abstand. Auf der vorderen Seite haben wir ebenfalls eine 13-Megapixel-Kamera, meine Güte. Aber das ist bloß die Auflösung, wie wir wissen. Er sagt uns über die Qualität ja erstmal nicht so viel. Und natürlich GPS, Bluetooth und Wi-Fi, BGN. Der Akku, der ist erfreuliche 3000 mAh stark. Wie ebenfalls schon erwähnt, haben wir eben einen Fingerabdruckscanner, um das Gerät zu entsperren. Quick Charge wird im Übrigen unterstützt. Ja, damit sollten wir das Gerät also relativ schnell aufladen können. LTE haben wir natürlich mit an Bord, das bringt der SoC mit. Und das Verhältnis zwischen Display und Gehäuse, wie erwähnt, eben 90%. Das ist ganz fantastisch. Das Glas im Übrigen wird hier nicht nur durch die bereits installierte Display-Schutzfolie geschützt, sondern auch durch Gorilla-Glas. Wir take mal noch a closer look to the device, indem wir uns erstmal durch den Einrichtungsassistenten mal ganz kurz durchmanövrieren, um eben schon mal den ersten Eindruck hier über die Reaktionsfähigkeit vom Touchscreen, von der Software jetzt, an sich. Und das geht auch hier ganz wunderbar. Also wer hier Einrichtungsassistenten am Stück durcharbeiten möchte, kann sich dieses Gerät hier schon mal zulegen. Überspringen, überspringen, überspringen. Seht ihr, was ich hier schon für Routine drin habe? Das ist unglaublich. So. Die App-Thema, das ist ja sehr einfallsreich. Oh, schicker Hintergrund. Wir haben hier bereits eine Wetter-App. Seht ihr? Da, eine kleine Wolke. Kein App-Drawer. Deshalb haben wir auch so viele Apps hier bereits auf dem Desktop. Hier die Google Apps vorsortiert in einem Ordner. Das ist löblich. Chrome ist ja wirklich alles am Start. Maps, Duo. Was Duo ist, weiß ich überhaupt gar nicht. Interessiert mich wahrscheinlich auch nicht. Wo ist denn der Play Store eigentlich? Ah, der ist hier auch auf dem Homescreen. Einstellungen, Kamera. Sieht aber echt schick aus, oder? 5,5 Zoll in HD, das ist doch ganz fantastisch. Ich kann nur hoffen, dass der 6750T genügend Leistung mitbringt, um das hier auch vernünftig zu befeuern. Aber ich denke mal schon. Hier Schnelleinstellungen, die, ja, das Theme hier wurde offensichtlich ausgewechselt. Wurde auch hier ein bisschen angepasst, wie wir sehen. Hier können wir andere Themes schon mal auswählen. Ja, andere, wir haben nochmal zwei, Default und Build Wallpaper haben wir hier. Default Wallpaper, More Wallpaper. Aha, dafür brauchen wir Internet. Finde ich aber auch gut. Shits kann man hier natürlich noch machen. Zumindest, wenn ich den Button auch treffe und Effekte. Effekte, den hier kenne ich noch gar nicht. Wow, sehr fancy. Oh, guckt euch das an. Ah, also ich muss sagen, auf den ersten sieht das hier echt ganz fantastisch aus. Das Display macht einen guten Eindruck. Können wir mal näher rangehen. So, jetzt sind wir näher ran. Ja, seht's euch an. Jetzt gibt er natürlich, gehen wir mal wieder auf den Desktop zurück. Aber die Display-Schutzfolie jetzt mal abgemacht, denn wahre Smartphone-Erotik. Dafür muss ich das Gerät schon komplett entblättern. Und 2,5D habe ich gar nicht erwähnt. Hat's aber auch. Abgerundete Display-Kanten insgesamt hier, also Masterpiece. Also in dem Preisbereich definitiv. Ich bin mit der Verarbeitung ja bisher sehr zufrieden. Ich sehe erstmal keine Mängel. Spaltmaßen sowas. Alles soweit in Ordnung. So, jetzt habe ich die Lampe mal weggestellt. Die Reflexion war doch ein bisschen hinderlich. Kann was. Und wir schalten es ein. Wir wollten uns das Display ja noch näher anschauen. Aber was soll man sagen? Also ich finde, dass ab Full HD hört irgendwo der sichtbare Spaß auf. Das heißt, danach können wir die Auflösung sicherlich noch weiter erhöhen. Es gibt auch genügend Hersteller, die sich gezwungen sehen, eben das zu tun. Aber ich finde, dass es dann absolut keinen Mehrwert mehr gibt. Jedenfalls nicht bei der Displaygröße. Was soll denn das, dass dann hier so ein 5,5 Zoll Gerät oder gar ein 5,2 Zoll Gerät deutlich höher auflöst als mein 27 Zoll Monitor? Also das finde ich dann etwas unverhältnismäßig, zumal das ja dann auch alles massiv Performance frisst. Nee, also Full HD auf 5,5, das ist hier eigentlich das Schärfste, was man haben kann. Ich zeige euch das gerade nochmal von allen Richtungen, bevor hier die große Verwirrung auftritt, um auch die Blickwinkel zu zeigen. Es hat also eine vernünftige Blickwinkel, sagen wir mal so. Mehr kann man da nicht erwarten. Ist nicht für 90 Euro, denn das wäre wirklich dann schon ein bisschen sehr übertrieben. Gehen wir noch ins Einstellungsmenü und das sieht doch hier auch alles ein bisschen nach Stock Android aus. Wieder Android 7.0, da sehen wir es nochmal. Oh, das Logo sogar eingepflegt, eine eigene Update-App ist hier auch dabei. Ja, geht jetzt natürlich nicht. Und das sieht aus wie Chibo. Ja, hier, Ligu scheint auch irgendwas zu fördern. Die haben nicht Official Partner hier. Ich habe aber keine Ahnung, was das ist. Sieht aus wie Gockelrennen 2017. Und das Ligu hier die chinesischen Gockel unterstützt. Was haben wir hier noch Feines? Oh, auf Deutsch. Ist es schon eingestellt? Gut,
Ach ja, logisch, das habe ich im Einrichtungsassistenten gemacht. Ah, das war peinlich. Intelligent Assistant. Meh. So, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Smartphone-Erotik. Offensichtlich. Anschalten. Entsperren. Und wir waren bei Intelligent Assistant. Navigation Bar, was haben wir denn hier? Aha, das finde ich super. Dann nehme ich mir mal das hier. Smart Wake Up. Sicher. Lol. Double-Click to Light. Double-Click to Light Up Screen. Hm, okay, das ist offensichtlich einfach nur Double Tap to Wake Up. Was haben wir noch? Gesture Options, Smart Wake. Hä? Okay, da haben wir hier nochmal extra Smart Wake. Und hier haben wir Smart Wake Up. Also, das ist sehr verwirrend. Move Up to Unlock Screen. Hm, okay. Display, Mirror Vision ist dabei. Oh, auch hier haben wir wie beim Bluebo S1 keinen Sensor. Der müsste dann hier unten sein, der das Umgebungslicht misst. Also haben wir hier Helligkeit nur manuell. Ja, wir haben keine adaptive Helligkeit, okay. Finde ich jetzt nicht unbedingt das Riesendrama, aber das kann man hier in den Einstellungen einfach recht fix einstellen. Und Speicher können wir uns noch kurz anschauen. Da haben wir 4,23 von 32 hier in Verwendung. Okay. Und viel mehr gibt es dann hier nicht zu sehen. Das ist im Prinzip alles Stock Android. Das Einzige, was Ligu hier wirklich ein bisschen verändert hat, das ist so der optische Auftritt. Hat hier ein anderes Theme, andere Icons. Und wenn man die Desktop-Einstellungen aufrufen, ist das halt auch hier ein bisschen anders. Großen und Ganzen, aber sonst von den Grundfunktionen hier Android 7. Ja, die Kamera, die macht so durch den Sucher geguckt auch echt einen richtig hochwertigen Eindruck. Und die ist auch recht flott, muss man sagen, ja. Fotografieren wir hier mal ganz wild in der Gegend rum. So. Guckt euch hier mal die Farbwiedergabe an. Ja, das sieht echt gut aus. Könnte, also ich meine, das Gerät kostet 90 Euro. Da hätte ich jetzt hier so eine Kartoffelkamera erwartet, aber das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. So, als erstes. Autofokus ist natürlich dabei. Wie gesagt, inzwischen ja kaum noch erwähnenswert. Das haben die in dem Preisbereich alle. Wow. Da bin ich mal gespannt, wie sich dann die Kamera hier im Alltag testen, wie sie sich da schlagen wird. Natürlich auch die übrigen Specs, da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie lange der Akku durchhält. YouTube und sowas wird natürlich alles hier echt Laune machen. Aber ich muss nochmal festhalten, also ihr findet den Link unten in der Videobeschreibung und könnt euch ja selbst mal ein bisschen nachschauen. Aber allein die technischen Daten sind in dem Preisbereich echt der Hammer. 5,5 Zoll Full HD Panel, ein IPS LCD und dann 32 GB Festspeicher, 3 GB Arbeitsspeicher. Und dann auch noch der SoC drin, der ja hier auch bei Antutu gut abräumen dürfte. Ich meine, jetzt auch so im Vergleich zum Beispiel eben mit dem Bluebo S1 oder mit dem Mace Alpha. Gut, das Mace war ein 6 Zöller. Muss ich sagen, für 92 Euro... als Standardpreis, nicht im Angebot. Ihr wisst, bei Gearbest, da kommt vielleicht noch 1 Euro Versandkosten dazu oder vielleicht sogar gar keine, dann noch Versandversicherung. Keine Ahnung, da bezahlt man vielleicht auf jeden Fall immer noch unter 100 Euro, vielleicht so 95, 96 Euro. Und dafür bekommt man dieses Hammergerät. Ich komme darauf echt nicht klar. Der Rahmen, ja, hier das Verhältnis zwischen Display und Gehäuse, das ist total geil. Muss ich jetzt hier ein bisschen gegen das Licht halten, weil ja der Hintergrund blöderweise schwarz ist, ne? Genauso wie der Rahmen. Aber ich werde das natürlich für den Alltagsgebrauch komplett einrichten mit meinen ganzen Apps und da werde ich dann auch mal andere Wallpaper noch aus dem Internet laden und da wird man das auch alles noch ein bisschen besser sehen. Auch ein bisschen die Farbwiedergabe, da sieht man im Moment ja als, naja, gut, die Symbole, daran kann man es halt schon ein bisschen sehen. Und müsst ihr schon zugeben, das sieht auch echt alles gut aus hier. Das ist nicht übersättigt. Das ist auch jetzt hier nicht irgendwie total blass. Nö, es ist alles sehr ausgewogen, die Farben, Kontraste, Helligkeit. Helligkeit kann ich jetzt auch noch nicht so viel sagen wegen dem schwarzen Hintergrund. Das werde ich aber alles natürlich im Review nachreichen. Alles wird ausführlich getestet, denn gerade bei so einem Telefon hier, da wird der Test wahrscheinlich auch richtig Spaß machen. Moment mal, eins ist mir gerade mal aufgefallen. Ja, wir haben gar keinen Klinkenanschluss mehr. Ah, das finde ich immer doof, dass die ausgerechnet solche Aspekte von Apple kopieren müssen. Und jetzt hier, ich meine, das Gerät ist breit genug, hier hätte noch locker ein Klinkenanschluss reingepasst. Haben sie aber einfach weggenommen. Weil das jetzt halt Trend ist. Ja, naja, was soll's. Bei 90 Euro möchte ich mich jetzt mal nicht darüber aufregen, dass hier kein Klinkenanschluss mehr dabei ist. Wie gesagt, die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung, wo man das Ding herkommt. Da könnt ihr euch das auch mal alles durchlesen. Und ich finde,
Es hinterlässt einen sehr guten ersten Eindruck. Das ist wirklich unglaublich, was man hier für unter 100 Euro heute schon aus China bekommt. Mehr gibt es dazu einfach mal nicht zu sagen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.